Hallo zusammen, ich habe hier unsere Doppeldeckel-Kühlbox. Also wir haben zwei Deckel, zwei Abteilungen. Und diese Box hat die gleichen Abmessungen wie die Box, die ich gestern vorgestellt habe. Die hat eine Breite von der Box von 810 mm, eine Höhe von 510 mm und eine Tiefe, wenn der Deckel zu ist, von 480 mm. Und wenn man den Deckel aufmacht, weil der Deckel hier hinten so drüber steht, brauche ich hier eine Distanz und dann komme ich auf 540 mm. Größe der Box. Wir haben hier zwei Fächer. Wir haben hier einen großen Korb. Hier gehen Literflaschen rein stehend. Auch hier in diesen Korb gehen Literflaschen stehend rein. Und hier ein kleines Körbchen und darunter sitzt das Abteil von der Kühlmaschine. Hier im Kompressor drin ist der Standardkompressor von Secop, also ein bisschen größere für die Box hier, der BD35F. Die Box läuft mit 1224 Volt und jetzt noch, solange wir noch im Lager haben, mit 230 Volt. Das heißt, wer jetzt bestellt, kriegt die 230 Volt noch zu dem Preis. Und nachher gibt es als Aufpreis so ein Netzgerät dazu, was man dann hier einstecken kann. Dann habe ich auch keine Vorrangschaltung mehr, sondern dann muss ich einfach das Netzgerät betreiben beim Betrieb über 230 Volt. Jetzt momentan noch am Lager, ab Lager lieferbar, Boxen inklusive dem 230 Volt. Warum kommen die Boxen in Zukunft ohne 230 Volt? Das ist das Energielabel der EU schuld, solche Boxen zu zertifizieren nach Energielabel ist relativ ein großer Aufwand. Diese Kosten muss man irgendwann umwälzen auf den Endkunden. Und so haben wir gesagt, wir verzichten auf das Label. Wir wissen, dass wir gute Boxen bauen. Und so verzichten wir auf das Label. Dafür haben wir ein externes Netzgerät. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Box hat sehr eine dicke Isolation. Die Isolation ist 50 mm hier von dieser Kühlbox. Und auch der Deckel hier, die Dichtung, das ist eine Hohlprofildichtung, die könnte man auch rausnehmen. Die ist gesteckt. Die kann man dann wieder hier so reindrücken. Man kann die Dichtung also rausnehmen, waschen in warmem Wasser und wieder reindrücken. Also wenn sie mit den Jahren hart wird, auch mit dem Dampfreiniger zu reinigen. Mit dem Dampfreiniger die Dichtung reinigen. Die Box ist ausgelegt für zwei Temperaturen, hier 5 Grad und hier minus 18 Grad, kann auch getauscht werden und so weiter, separat einstellbar, komme ich dann nachher dazu. Diese Box hat einen Stromverbrauch eben bei 5 Grad innen, minus 18 Grad hier, von 11,9 Wattstunden in der Stunde, beziehungsweise 286 Wattstunden pro Tag oder 24 Stunden. Das heißt, mit solch einer Batterie hält die Box rund 4 Tage. Wir können auch die ganze Box als Tiefkühler einstellen, also beides als Tiefkühler laufen lassen, aber dann ist die Kühlmaschine ein bisschen zu schwach für die Anwendung. Da würde ich dann, wenn ihr das immer braucht, eher
die 81 empfehlen, die nur einen Deckel hat, und dann die GT mit der verstärkten Maschine. Hier haben wir keine verstärkte Maschine drin. Hier bleiben wir so beim normalen Kühlen, Tiefkühlen. Aber ihr könnt natürlich auch hier plus 10 Grad einstellen und hier 5 Grad für die Lebensmittel und hier rein für Getränke oder wenigstens für einen Weißwein. Ich habe jetzt hier die Box angesteckt. Wir haben hier zwei rote Lampen. Die Box geht nicht. Wenn man hier über den Hauptschalter Länge drückt, sehen wir die Temperatur, die momentan ist in der Kühlbox. Wir können hier den Unterspannungsschutz umstellen, lange drücken, dann geht es von Med auf High. Wir haben hier die Einstellung, jetzt haben wir 18 Grad in der Kühlbox. Hier, dieser Teil ist eingestellt auf plus 10 Grad. Den kann ich jetzt, wenn ich nicht so lange rede, kann ich umstellen. Da kommt diese Kühlbox hier, die blinkt. Hier haben wir die Grad Celsius, kann ich umstellen auf Fahrenheit. Das ist der mittlere Wert vom Unterspannungsschutz. Und hier kann ich jetzt die Temperatur links einstellen auf minus 18 Grad. So habe ich in der linken Seite den Tiefkühler. Wenn ich zweimal drücke, kommt der Bereich Kühlschrank und hier kann ich auch auf 6-7 Grad einstellen. Weiter kann ich die Celsius verstellen und eben den Unterspannungsschutz. Als Kompressor ist nicht der BD35 verbaut, sondern der BD50. Der große Unterschied ist, hier ist ein größerer Kolben drin. Aber sonst ist der Aufbau bei dem Kompressor und beim BD50 genau gleich. Er hat einfach einen halben Kubik mehr Hubraum. Und so sieht der Kompressor von innen her aus. Die Firma Secop, die baut seit 1972 12 Volt Kompressoren. Die hat also relativ eine lange Erfahrung. Das heißt, vorher war das die Firma Danfoss, das wurde aber 2010 verkauft, dann gab es eine Umfirmierung und so weiter und heute ist Secop wieder selbstständig als reiner Kompressorhersteller und ist der größte Kompressorhersteller für den mobilen Bereich weltweit. Dann fertigen sie Haushaltskühlschrankkompressoren, da gibt es natürlich noch sehr viele andere. Und Kleincommerce, Kleinkühlvitrinen, sprich so Gastronom, Kühlschränke, Gastromöbel und so weiter. Aber von dem her die Geschichte, die Erfahrung von Secop ist natürlich schon langjährig. Ich habe zum Beispiel mal in der Kompressorfertigung, sprich Steuerungen für die Kompressoren bei Secop, damals noch Danfoss, gearbeitet. Vorher habe ich gesagt, mit dieser Batterie hält so eine Kühlbox 4 Tage. Kann man die Box 4 Tage betreiben? Das gilt nur, wenn nichts dazukommt. Also wenn ihr viel frische Ware einfrieren wollt, braucht ihr mehr Strom. Das heißt, diese Batterie reicht nicht für 4 Tage. Aber ob 4 Tage oder 5 Tage, irgendwann ist diese Batterie leer und dann, wenn ihr zum Beispiel keinen Fahrbetrieb habt, ihr seid in Gartenhäuschen oder Alphütte oder sonst irgendwo, wo kein Motor, kein Generator da ist, um die Batterie zu laden, gibt es die Möglichkeit, das über Solar zu regeln. Und für Solar brauche ich zum Beispiel für diese Box eine Leistung von ca. 100 Watt. Ich habe jetzt hier 130 Watt, das wäre das Panel hier, und ich habe auch ein 100 Watt Panel. Das ist nicht ganz so breit, ist ein bisschen höher. Der Unterschied ist, das kostet 110 Franken und das kostet 130 Franken.
Also hier ist der Unterschied, ob man das Große nimmt, nicht unbedingt ausschlaggebend, höchstens eine Platzanordnung, wo das Panel montiert werden muss. Nur zu dem Panel hier hinten sind die Anschlüsse, das sind RC4-Stecker, das ist bereits so verdrahtet. Brauche ich noch ein Kabel. Das hier sind zum Beispiel 5 Meter Kabel, auch mit den Stecker, also der rote Stecker hier aufs rote Kabel, schwarz auf schwarz. Das sind doppelt isolierte Kabel, um draußen an der Sonne zu verlegen, also auf dem Dach, ist Pflicht bei Solar, haben 1000 Volt Sperrspannung. Und dann bräuchte ich noch einen Solarregler, das ist ein MPPT-Regler, also Maximum PowerPoint Tracking-Regler, ohne irgendwelchen Schwirrleschwanz, ohne Bluetooth-Anzeige, ohne sonstige Anzeige, ist wasserdicht, voll vergossen und der kann nur regeln. Der regelt, der holt das Optimale aus der Zelle raus, gibt es an die Batterie ab und wenn die Batterie voll ist, sperrt er die Ladung, dass die Batterie nicht zerstört wird. Und wenn ich diese Kabel hier habe, schwarz, geht dann auf schwarz, das rote aufs rote. Und diese zwei Kabel hier, habe ich noch eine Sicherung dazwischen, die werden hier plus und minus, sorry, umgekehrt so direkt auf die Batterie gehängt. Und so habe ich im Schrebergarten, in der Alphütte, im Jagdhäuschen eine Kühlbox mit dem Tiefkühlabteil, das eigentlich die Sommermonate durch, also nicht bei uns, ist jetzt im Winter natürlich tagelang Nebel, aber in den Sommermonaten, halbes Jahr, habe ich hier eine vollwertige Kühlung zur Verfügung. Zu den Kostenpunkt, was das jetzt alles kostet, die Kühlbox 910 Franken, die Batterie, da gibt es zwei Unterschiede. Das eine ist mit Handyanzeige und da kann man Mäusekino machen. Die kostet 800 Franken, ohne Mäusekino, ohne Bluetooth, ohne Übertragung aufs Handy. Das ist einfach die Batterie so mit Batteriemanagement, aber keine Ausgabe der Daten, kostet sie 600 Franken. Dann brauche ich den Solarregler, der kostet 80 Franken, die Kabel beim Set sind dabei und das Panel 130 Franken oder eben das andere mit 110 Franken. Das sind dann zusammen 1720 Franken, das was hier steht. Wenn ihr das Bluetooth möchtet, dass ihr auf dem Handy schauen könnt, wie viel Strom das da noch in der Batterie ist, kostet das 200 Franken. Als Alternative gibt es zum Beispiel so einen Shunt, der kommt hier auf den Minuspol, dann Verbindungskabel und dann habe ich hier so eine Anzeige, wie viel das prozentual in der Batterie drin ist oder die Amperestunden Restkapazität. Hier liegen wir noch zusätzlich bei 60 Franken. Es gibt einen kleineren, wird auch ausreichen für 50 Franken, das ist ein 150 Ampere-Shunt und das andere ist ein 75 Ampere-Shunt. Gestern habe ich ein Video gemacht zur gleichen Kühlbox, aber mit einem Deckel. Das verlinke ich euch natürlich hier. Und hier zur kleineren Kühlbox, aber nur eine Temperatur, die B46S. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.